Hallo und herzlich willkommen bei Dessalas Roadrunner oder auch ETS 2 Roadrunner, mein alter Name. Was wir heute machen ist, ich fahre jetzt von Tramsim Patch 107. Wir fahren zurück vom Prater Hauptallee Richtung Stefan-Badinger Platz. Beim ersten Video habe ich alles erklärt. Jetzt geht es eigentlich nur noch zu schauen, was sich auf den Strecken so geändert hat. Ich lasse mich halt mal überraschen. Die Ansage gefällt mir noch immer. Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ich werde wahrscheinlich auch die Ansageeinstellungen im Cockpit ein bisschen leiser machen. Testen wir nochmal. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Ja, schon ein bisschen angenehmer. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ja, in 2 Minuten fahren wir. Oder nehmen wir den da. Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. Ja, ich habe leider den Covid-Modus ausgeschalten. Das heißt, die Ansage bringt mir eigentlich nichts, weil, ja, hätte ich den Covid-Modus einschalten müssen, habe ich wieder vergessen. Ja, kann passieren. Mache ich dann bei den nächsten Aufnahmen. Ziel ist ja Stefan-Fadinger-Platz, das war diese Taste. Ich weiß nicht, ob man die Maus gut sieht. Rechts auf dem Pult könnt ihr die neuen Sachen halt einstellen, habe ich das vergessen dazu zu sagen. Naja. Ich bin mal gespannt, ob ich alle Signale jetzt beachten werde. Ich lasse mich da jetzt überraschen. Ich habe jetzt die Patch noch so ein bisschen durchgeschaut und noch bin sie mal kurzfristig überflogen. Entschuldigung. Auch der Hals muss mal husten. Gehört sich so. Ich werde mal schauen, ob ich alle Signaländerungen mir gemerkt habe und ob sie mir auffallen. So, ein bisschen zurückgehen. Ja. Die Maus richtig einstellen. Ein halbes Minütchen noch. Dann rauschen wir wieder durch Wind zurück. Das hatte ich ja Verspätung, weil ich ja eine Weiche versucht habe umzustellen, die nach dem Schwedenplatz, wo man um den Ring fahren kann. Das ging leider nicht, schade. Na gut, dann fahren wir zurück. Ich habe bei den Patches wollte ich eigentlich lesen, ob sie irgendwas geändert haben an den Bremsen oder so. Konnte ich jetzt aber nicht lesen, also liegt es wahrscheinlich eher an mir. Wittelsbachstraße, umsteigen zu 80A. Naja, 50 darf ich fahren, dann fahren wir 50. Oder was ist da gestanden? Konnte ich gerade nicht lesen. So, mit Rauchen bin ich fertig, jetzt kann es losgehen. Und ich hätte eher geglaubt, wenn man die Ansage macht, dass die Leute dann den Türbereich freilassen. Das war dann leider nicht so der Fall. Ich habe eher gemeint, man macht die Ansage und die Leute schauen, dass sie den Türbereich freihalten. Aber das war halt dann eine Fehlinformation. Du machst einfach nur die Ansage. Aber passieren tut definitiv nichts. Ja. Haben Sie die Ampel hier korrigiert für uns? Weil die zeigt zweimal A an, bevor sie uns einmal fahren lässt. Die Ampel war auch ein bisschen, ja, defekt, kann man so sagen. Defekt, naja. Es war halt ein A zu viel drin. So, einmal A haben wir. Die haben sie repariert. Okay, gut zu wissen. So, hier ist es wieder der Sonnenaufgang. Da wird es dann immer dunkel anscheinend. Löwengasse, umsteigen zu 4A. Ich glaube, ich muss mir ein Profilzug setzen, weil er hat noch das alte Profil drinnen.
ich habe mein Profil einmal umgenannt. Es heißt jetzt nicht mehr ETS 2 Roadrunner, es heißt jetzt eigentlich Tessala Roadrunner. Aber er hat das hier noch nicht mitregistriert. Und ich möchte das Profil jetzt aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht löschen, weil ich bin eh schon Level 5. Also ich möchte nicht alles nochmal fahren, weil da falle ich ja wieder eine ganze Woche. Ich hätte... Jetzt bleibe ich stehen. Jetzt bleibe ich stehen. Beim Hinfahren ist mir aufgefallen, dass die Zeitabstände kürzer sind. Von Station zu Station. Es gab bei mir ja Zeiten, da hatte ich ja über 2 Minuten Vorsprung. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Jetzt haben die Autofahrer links, glaube ich, grün. Und dann haben die rot und dann haben wir wieder grün. Zum Abbiegen. Der Kollege steht auch schon dort. Ich sehe ihn. Wieso der Licht? Ich habe keins mehr. Ich weiß nicht, warum wir keine Lichttaste haben. Ich kann es mir gerade nicht erklären, warum. Wäre halt auch nett, wenn wir eine Lichttaste hätten, um Licht einzuschalten. Er fährt schon. Da stand einer. Ups, den hätte ich jetzt. Den hätte ich zu spät gesehen. Ich fahre schon wieder mehr als 50. Ich habe schon wieder eilig. Ich habe schon wieder sehr eilig. Ui. Ey, bleib stehen. Die Klingel klingt extrem arg. Ob ich mich an das Geräusch gewöhnen kann, das weiß ich jetzt nicht. Und wieso ist das jetzt schwarz da? Ab und zu verstehe ich diese schwarz hinterlegte oder grün hinterlegten TSB nicht, also die TSB-Kombo nicht. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Aber trotzdem bleibt die Tür blockiert. Muss ich sie gezwungenermaßen zumachen. Das wäre halt nett, wenn diese Ansage funktionieren würde und die Leute den Türbereich auch frei machen. Das wäre dann natürlich schon nice. Radetzkyplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Praterstern. Die Glocke klingt extrem. Das kann man sicher nicht anhören. Die Glocke klingt wirklich schlimm. Also laut meiner Anzeige bin ich pünktlich. Laut der Stationsanzeige hätte ich noch ein Minütchen. Ah, da ist die Tür auf einmal zu. Okay, ich kann da vorne stehen bleiben. Das ging sich hier gerade mal nicht aus. Aber ja, das nächste Grün kommt bestimmt. Da vorne hätte man einen wunderschönen Pieper. Könnte man Drogerie-Sachen kaufen. Ja, hat bei uns auch Süßigkeiten, also ob das wirklich ein Drogeriemarkt ist, möchte ich bezweifeln. Wer verkauft ja auch teilweise Lebensmittelprodukte. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße.
Oh, steht da eine Autoschlange. Was machen die in meiner Station? Das ist meine Station. Fahrt doch endlich. Meine Haltestelle, nicht eure. Wenn man vorne beim anderen Gleis rechts runterfährt, kann man hier umdrehen, die wieder zurückfahren. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, ja. Ich hoffe, bis dahin geht meine Tür zu. Warte, nochmal. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Machen Sie doch nicht. Das wäre halt ein Gadget, wenn das funktionieren würde. Ich mache jetzt die Türen zu. Weil irgendwie sind die noch weiterhin blockiert. Ich habe schon eine Minute Verspätung. Jetzt muss ich aber Gas geben. 1,5 Minuten Verspätung. Wow. Ich hatte noch nie Verspätung. Ich hatte noch nie Verspätung. Julius Rabplatz. Umsteigen zu 2. Und ich muss die Bremsen erst einfahren. Nee, glaube ich nicht. Kriegen wir grün? Warte, ich hab's eilig. Und hier kann ich auch nicht abbiegen, das habe ich auch schon probiert. Okay, ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten. Jetzt kommen die abbiegenden Autos dran. Na, fahr doch. Warte, wie lange ist hier jetzt auf einmal rot? Das war doch noch nie so lang. Achtung, ich kriege grün. Eine Minute habe ich schon wieder. Wow. Okay, mit langsam ist da nichts mehr. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. Und davon habe ich rot. Ja. Ah, die haben gerade erst rot bekommen. Mist. Das heißt, ich muss nachher schauen, dass ich dieses Minütchen Verspätung wieder aufhole. Was steht da? Welchen Empfang? Was war das gerade? Der hat hingeschrieben, welchen Empfang? Ich werde das am Schotten da dann probieren, mit der Maus umzustellen. Die war schon schnell rot, die Ampel. Grün gleich wieder rot. Da stand Weichenempfang. Das war mir jetzt neu. Das ist mir zuerst nicht aufgefallen. Salztorbrücke. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger.
Jetzt kann ich mal wieder reden. Ich muss mal... Connections to Airport Bus. Diese Ansage der Weichen mal ein bisschen beachten. Wenn mich das jetzt interessiert, was das war. Wahrscheinlich Weichen, die ich benutzen kann. Am Schottring kann ich sie nicht benutzen. Aber... ich könnte sie auf der Börse benutzen, am Schottentor. Das werde ich mal gleich anschauen. Wenn ich am Börse und am Schottentor bin, versuche ich mal mit der Maus die Weiche umzustellen. Mal schauen, ob das funktioniert. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, weil, 3A. Weil das wäre die perfekte Kombination, wenn du wirklich mit der Maus diese Weiche umstellen könntest. So wie der Straßenbahnfahrer das eigentlich am Pult macht. Das wäre halt schon sehr, sehr nett. Kann ich da eine Weiche umstellen? Ne, sieht nicht so aus. Also, ich glaube auch nicht, dass ich sie hier umstellen könnte. Wenn dann auch nur wirklich Weichen, die ich wahrscheinlich benutzen kann. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Gas geben, damit ich wieder so halbwegs in der Zeit bin. Geht schon wieder eine Tür nicht zu. Ich roll mal schon langsam mal vor. Pünktlichkeit nur plus 2? Ja, das geht ja. Das ist ja noch machbar. Die plus 2 kann ich verschmerzen. Dass sie keine 10 oder keine mehr sind. Aber ich weiß, dass ich hier so und so immer rot habe. Also da fährt gerade mein Kollege, ich höre ihn. Ich möchte auch ein Fernlicht. Oder überhaupt mal ein Licht. Zum Ein- und Ausschalten. Haben Sie das gepatcht, dass Sie auf der Fahrer stehen bleiben? Sieht fast so aus. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. Okay, die Fahrtrichtung Richtung Prater haben Sie gepatcht. Die Signale verstärkt, also verkürzt, und hier sind die Signale fast normal. Also die diese Signale, den Vorsprung, den ich halt immer habe. Warte, ich versuche mal ganz kurz, ob ich hier die Weiche umstellen kann. Die könnte ich umstellen, oder? Was zeigt denn mal da an? Oder ich bin zu weit weg. Warte mal ganz kurz, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. So, habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ich bin auf einem Grübeln. Bei der einen Weiche hat er mir die Hand gezeigt. Bei dieser Weiche hat er mir nur den Kreis gezeigt. Heißt das, Weichen, die ich benutzen kann, haben einen Kreis. Weichen, die ich nicht benutzen kann, das werde ich jetzt am Schottentor vorne gleich wissen. Weil die am Schottentor kann ich definitiv benutzen, das weiß ich. Schottentor. Umsteigen zu U2, 37, 38, 40, 41, also ich weiß, 42, dass ich die Weiche 43, 44, 1A hier umstellen kann. Ich weiß noch nicht, auf was ich achten muss.
auf den Punkt hier. Könnte ich jetzt umstellen? Ich sehe es nicht. Nein, das heißt, ich müsste rausgehen und wirklich den Ding benutzen. Okay. Das heißt, man kann doch immer nicht... Opla. Das war jetzt mein Fehler. Ja. Ich bin jetzt wohl zu weit nach vorn gefahren. Muss ich auf die Ampel der Autofahrer achten. Warum hatte ich dann bei einer Weiche einen Finger? Ich verstehe es gerade nicht. Wo kann ich es dann noch probieren? Und Dr. Karl Rennering. Also Volkstheater. Alle Türen zu, bis auf eine. Helfen wir dir mal ein bisschen nach. Ich habe es auch schon probiert mit Aussteigen, den Leuten zu sagen, bitte den Türraum frei halten. Hat auch nicht so funktioniert. Rathausplatz, Burgtheater. So, links sieht das Burgtheater. Rechts wäre das Rathaus, sieht man gerade nicht so gut. Die man aber, wenn ich wegfahre, sieht man es. Fast alle Türen zu. Aber jetzt. Rechts seht ihr jetzt das wunderschöne Rathaus. Jetzt kommen wir zum Parlament. Parlamente. Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. So. Hier gab es das Problem, dass die abbiegenden Autos die Straßenbahn einfach nicht beachten. Ich bin gespannt, ob es das noch immer gibt. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ich fahre halt immer so weg. Ja, diesmal bleibt er aber stehen. So, jetzt bin ich gespannt vorne bei der Weiche. Die Ring, müsste ich eigentlich... Umsteigen zu U3. Die könnte ich umstellen. 46, 49, 48a. Okay. Das heißt... Die mit dem Zeigefinger kann ich dann halt nicht umstellen, oder? Soll das jetzt so heißen? Soll man das so deuten? Die Ampel hier ist wirklich sehr witzig, ja. Muss ich schon ein bisschen nach oben gucken, damit man die noch sieht. Jetzt würde ich wissen... Also die sehe ich gerade nicht, die Weiche. Mist. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt.
Bitte halten Sie den Türbereich frei. Die wollen nicht. Jetzt muss ich mal kurz was schauen, was er mir bei dieser Weiche anzeigt. Ein Kreis. Okay, ich werde noch nicht ganz schlau, weil ich einmal einen Finger hatte und einmal die Kreis. Umsteigen zu 57A. Ich vermute mal, wir werden hier gleich grün kriegen. Ich glaube nicht, dass alle Türen zu sind. Vielleicht warte ich eine Welle ab. Und warte auf das nächste Grün. Ja, so wie es ausschaut, bleiben die Türen eh offen. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Liebe Fahrgäste, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. Okay, die Tür geht trotzdem nicht zu. Das heißt, ich muss es wirklich mit der Taste machen. Wieso die Leute auch immer diese Türen blockieren? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es aber auch viel zu faul, auszusteigen und ihnen das zu sagen. Wieso biegen die abbiegenden Autos nicht ab? Ah, jetzt. Hat er gerade einen Fußgänger niedergefahren? Sieht fast so aus. Also Autofahrer achten auch nicht auf Fußgänger. Ich glaube, ich bilde mir das nicht ein, aber ich glaube, die Beschleunigung Opa, ist besser. Umsteigen zu U1, U2, U4, D, 2, 71, 2A, 59A. So, die Ampel zeigt mir rot an. Obwohl die Autofahrer aber fahren, ja, ja. Oh, erst einmal diese abbiegenden Grün, bevor ich Grün kriege. Die Dinge davon kann ich nicht umstellen. Weil die würde geradeaus weiterfahren Richtung Schwarzenbergplatz. Dort gibt es keine Umkehrmöglichkeit. Zumindest ist sie im Spiel nicht. In Will kann man am Schwarzenbergplatz schon umdrehen. Oder doch nicht? Oh, ich glaube schon, da kann man umdrehen. So, diese Weiche bietet mir aus Kreis angezeigt. Wo war die dann zuerst den Finger? Bei der nächsten, wir biegen hier wieder rechts ab. Wenn wir rechts runterfahren, kommt wieder eine Weiche, die ich umstellen kann. Und wieder zurückfahren Richtung Prater. Ich habe einen Plus. Ich hätte davor noch grün. Diese Weiche kann ich umstellen, ja. Das weiß ich.
Da komme ich nicht mehr runter. Das geht sich nicht aus. Resselgasse. Bestimmt, dass das Auto jetzt stehen bleibt, wenn ich nicht fahren darf. Und wenn ich fahren darf, hätte er auch. Und so wie es aussieht, habe ich dann gleich in der Station eine Verspätung. Früher war das so, dass die Straßenbahn bis zu dem nächsten Ding vorfahren konnte. Warum es das nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Na gut, der 62er war für eine Kurzstraßenbahn. Ich glaube nämlich nicht, das müsste ich ausprobieren, ob ich mit dem Flexi hier stehen könnte. Oh, das müsste sich ausgehen. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell. Und ein bisschen. Ups. Das war ein bisschen zu weit nach vorne gefahren. Ich sehe meine Ampel nicht. Mist. Naja, muss ich auch nach meinem Gefühl gehen. Aber schon nett. Ich habe mal wirklich Verspätung. Hola Trio, hola Trio. Papa hat Verspätung. Ein Minütchen. Na, Blut wird gebremst. Mach ich doch gerne. Wenn die Fußgänger Grün haben, habe ich auch Grün. Jetzt muss ich allerdings Gas geben, damit die Verspätung nicht größer wird. Das sind noch immer 15 TSB. 1,5 Minuten Verspätung. Ja, nice. Paulanergasse. Ich kann's ja doch. Also mit dem Bremsen habe ich das eigentlich immer geschafft, dass ich da stehen blieb. Ich krieg gleich Grün. Ich helfe den Leuten mal beim Einsteigen. Aber hier strengt sie sich noch immer ein bisschen an. Ich bei ihm möchte ich nichts verstehen. Meierhofgasse. Ups, oh, das war knapp. Steht ein Auto daneben hier? Haben Sie das endlich mal korrigiert? Also wurde nicht mal gesagt, dass sie bergauf jetzt eine bessere Leistung hat. Ich konnte mir das gerade nicht ganz vorstellen. So, schnell einsteigen, Leute. Da vorne ist gerade rot.
kommt keiner mehr. Na, sieht nicht so aus. Dann machen wir die Türen alle zu. Ich frage mich nur, wo ich diese Verspätung her habe. Komm, gib Gas, komm. Davon ist grün. Grüner wird's nicht mehr. 1,5 Minuten, ich habe noch über 1,5 Minuten Verspätung. Johann-Strauß-Gasse. Umsteigen zu 13a. Schnell, Leute. Ich will nicht trudeln, aber ich muss huddeln. Grünis, grüner wird's nicht mehr. Oh, da vorne ist schon mal leider rot. Sollte aber gleich grün werden, wenn sie noch nichts geändert haben. Auf in den Tunnel! Laurenzgasse. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ich bin nie achtsam. Ich bin der Fahrer. Ich steige sicherlich nicht auf. Also, Entschuldigung, ich stehe sicherlich nicht auf. Ich steige sicherlich nicht aus. So, hurtig einsteigen, Leute. In 5, 4, 3, 2, 1 mache ich gleich die Türen zu. Und die Türen werden geschlossen. Jeder, der nicht reinkam, hat jetzt Pech. Ich möchte die Minute Verspätung loswerden. Also hier beschleunigt sich. Besser, glaube ich. Kliebergasse. Umsteigen zu 18. In Richtung Schlachthausgasse. Was mir letztes Mal auffällt, ist, dass die Straßenbahn fahren teilweise hier unten schneller als ich. Leute, nicht streiten bei der Türe, ich sehe euch im Rückspiegel, Rückkamera. Ich helfe Ihnen mal wieder ein bisschen beim Überlegen. Ja, bis auf die nächste Straßenbahn warten, tut mir leid. Matzleinsdorfer Platz. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6. 18. In Richtung Burggasse. Stadthalle. 62. In Richtung Leinz. 14a. Lokalbahn nach Baden. S-Bahn. Früher war die Anzeige ein bisschen anders. Früher hat sie gesagt, umsteigen zu den Linien. Das haben sie gekürzt. Sagen sie nur noch umsteigen. Ich blink schon mal, ich will schon abbiegen. Ich will die auch wieder raus aus dem Tunnel.
Knöllgasse. Umsteigen zu Knöllirölli. In Richtung Geiereckstraße. Die Knölligasse. Und jetzt mal, wenn ich bremse, geht das bitte noch vor und zurück. Ich weiß nicht, ist das gewollt oder? So, hier darf keiner mehr einsteigen. So, habe ich jetzt wieder ein so schönes Auto, das bei Rot fährt. Ich stehe eigentlich irgendwie auf Vollgas. Kann das möglich sein, dass die Minuten im Spiel jetzt schneller verlaufen? Davidgasse. Umsteigen zu 7a. Ich weiß nicht, ich bin mir ganz sicher. Ich habe jetzt aber auch nicht so drauf geachtet, weil ich bin schon zum Reingefahren und habe da eine Minute Vorsprung. Als ich wegfuhr, stand sie auf Null. Verstehe ich nicht ganz. Ich bin jetzt sicher keine Minute in der Station gestanden. Gefühlt waren das 30 Sekunden, 40 Sekunden. War keine Minute. Die Glocke klingt extrem. An die muss ich mich erst gewöhnen. Aber ich kann jetzt bergauf fast einen 50er fahren. Hätte ich auch wieder mal kurz Lex. Ich schließe sogar mal punktgenau wieder. Jedes TSB, das ich bekomme, ist halte ich in Ehren. Da wollte ich doch mal einsteigen. Das glaube ich natürlich nicht. Für mich klingt die komisch, die Glocke. Da kommt schon die nächste Straßenbahn. Na, die fahren aber auch im Minütchentakt. Wintenstraße. Ja, immer der Schnelle, es hat Vorrang. So. Wir sind gleich wieder mal bei der Endstation angekommen. Wenn euch die Fahrt gefallen hat, dann lasst ein Like da, bewertet auch das Video. Oder ob ich noch was anders machen soll oder anders Sachen erklären. Oder dass ich öfters mal aussteigen, könnte ich auch machen, aber dann fahre ich ein Freispiel und kein Fahrplanmodus. Fahrplanmodus fahre ich eigentlich nur um zu leveln. Das Spiel hat angeblich 10 Levels und ich möchte schauen, dass ich das auch hinkomme. Stefan Fadinger Platz. So, umsteigen zu. Jetzt probiere ich wieder mal was. 65A. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Ich möchte da entscheiden können, welches Gleiche ich nehme. Geht nicht. Ich müsste aussteigen und mal mit dem Ding versuchen. Ob ich den Weichenstellersen hinbekommen. Wer ist auf diesen schönen Namen gekommen, das möchte ich auch gern wissen. Weichenstelleisen. Ach ja. Na gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es, lasst ein Like da und ja, ich würde mich auch über Abonnenten freuen. Euer Desala. Ciao.